Und ich liebe natürlich Jazz. Und Inspiration kommt von einem tollen Instrument. Wenn man sich zu Hause fühlt, dann hat man, da kann man sich bewegen. Das ist wie wenn man einem Schiff, da kann man über alle Meere gehen. Und das ist Schiff und Flugzeug, alles zusammen praktisch. Man kann richtig eine tolle Adventure, eine schöne, ja, lass uns mal ins Jazz gehen, zum Beispiel etwas so Rhythmisches. Da hört man den Bass. Da geben die die Höhe. Ja, heute habe ich natürlich das große Glück, mit dem Konzertflügel zu spielen. Das ist das Nonplusultra. Aber man kann ja nicht immer überall so in einem tollen Saal wie heute hier in der Leihsaale spielen. Manchmal geht es auch ein bisschen kleiner. Und das Tolle an der Shigeru-Reihe ist, dass jeder Flügel eigentlich so toll tönt auch. Jeder Flügel hat die Charakteristik von diesem Flügel. Also natürlich, das ist das Beste. Und dann, wenn man auf das Kleinere, zum Beispiel ich persönlich habe den SK6 zu Hause, dann gibt es noch SK7, SK5, SK3 und SK2. Und das Tolle ist, dass wenn ich in eine Shigeru Kawaii-Abteilung gehen, wo verschiedene Flügel, das müsst ihr mal machen, und ihr probiert, ihr werdet sehen, diese Charakteristik, was ihr hier habt, das ist einzigartig auf der ganzen Welt. Du kannst genau diese Charakteristik dann einfach kleiner haben. Es ist schwierig zu erklären, ich müsste einfach den Flügel ausprobieren, es ist toll. Dankeschön, Shigeru Kawaii.